Aus aktuellem Anlass soll es heute mal um eine eigentlich recht simple Frage gehen. Welcher Flughafen ist denn gerade der größte Flughafen der Welt? Eine simple, aber total spannende Frage, mit der wir uns, glaube ich, noch nie so ausführlich auseinandergesetzt haben, wie wir das heute machen werden. Wir schauen uns mal an, was ein Flughafen überhaupt benötigt, um der größte Flughafen der Welt werden zu können, wie man das messen kann und welcher Flughafen denn überhaupt jetzt gerade ganz oben auf der Weltrangliste steht. Und damit viel Spaß mit dem Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und eigentlich habe ich immer gedacht, dass diese Frage zu beantworten, das kann eigentlich gar keinen Diskussionsanstoß liefern. Wenn man über die Zukunft spricht und über das Potenzial möglicher neuer Großflughäfen, das ist dann wieder was ganz anderes. Aber wenn man sich im Hier und Jetzt befindet, dann liefern einem eigentlich doch Zahlen eine so klare Antwort, die man gar nicht unterschiedlich interpretieren kann. Von daher gehen wir diese ganze Geschichte, diese ganze Frage jetzt mal völlig neutral an. Wir nehmen uns einfach die aktuellen Zahlen und lassen uns die Frage durch die aktuellen Zahlen klipp und klar beantworten. Danach ist immer noch genug Zeit, um über Potenzial und Zukunft zu sprechen. Das wollte ich nur mal vorweg gesagt haben. Aber wie wird denn nun ein beliebiger Flughafen der größte Flughafen der Welt? Eigentlich ganz einfach, denn die größten Airports der Welt sortiert man nach der Anzahl der abgefertigten Passagiere pro Jahr. Da fängt man am 1. Januar des neuen Jahres einfach damit an, die Passagiere zu zählen, guckt sich an, wie viele Leute in den Airport reinkommen, einchecken, durch die Sicherheitskontrolle gehen und dann auch in ein Flugzeug steigen. Und dann am letzten Tag des Jahres hört man mit dem letzten Passagier, der genau dies tut, aufzuzählen. Und dann kam zumindest im Jahre 2017 eine Zahl zwischen 0 und 103.902.992 raus. Und je nachdem, welche Zahl dann da am Ende rauskommt, die entscheidet dann darüber, auf welchem Platz der Rangliste der größten Flughäfen der Welt sich der entsprechende Flughafen dann platzieren darf. Und damit habt ihr die Obergrenze jetzt schon gehört. Diese knapp 104 Millionen abgefertigten Passagiere war das Maximum, was man im Jahre 2017 an einem Flughafen erreichen konnte. Und damit kommen wir jetzt zur Top 10 der größten Flughäfen der Welt. Die Obergrenze kennt ihr jetzt. Die Untergrenze liefert uns der größte Flughafen der französischen Hauptstadt Paris mit dem Namen Charles de Gaulle. Knapp 69,5 Millionen Passagiere wurden dort im Jahre 2017 abgefertigt. Der Flughafen bedeckt eine Fläche von gut 3.500 Hektar und ist mit knapp 75.000 Beschäftigten natürlich einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Umgebung von Paris. Der Flughafen wächst zum aktuellen Zeitpunkt auch noch, allerdings nicht ganz so schnell, wie das zum Beispiel andere Airports in Fernost tun, wodurch er in den letzten Jahren dann noch ein paar Plätze verloren hat. Etwas darüber, knapp darüber, auf Platz 9 befindet sich dann nämlich ein solcher Flughafen aus Fernost, und zwar der internationale Airport von Shanghai, mit knapp 70 Millionen abgefertigten Passagieren im Jahre 2017. Der Airport bedeckt dort eine knapp 4000 Hektar große Fläche, und eine sehr interessante Sache beim Flughafen von Shanghai ist, man wird mit einem sehr interessanten Fortbewegungsmittel in die Stadt gebracht. Denn wenn man von der Stadt zum Flughafen will oder andersrum, fährt man dort mit dem Transrapid. Der Flughafen in Shanghai ist damit der einzige Ort, wo diese Magnetschwebebahn wirklich kommerziell genutzt wird. Mit knapp 430 km/h wird man dort vom Flughafen in 8 Minuten in die knapp 30 Kilometer entfernte Innenstadt gebracht. Auf Platz 8 findet man dann den ziemlich beeindruckenden internationalen Flughafen von Hongkong, der mit knapp 73 Millionen abgefertigten Passagieren im Jahre 2017 in der Top 10 vertreten ist und ganz nebenbei übrigens der größte Frachtflughafen der Welt ist. Allerdings befindet sich der jetzt auf nur noch 1.255 Hektar. Damit bedeckt dieser Flughafen nicht mal ein Drittel der Fläche des Flughafens von Shanghai. Aber in Hongkong ist das auch nachvollziehbar, denn für den neuen Flughafen, der ja mittlerweile auch schon wieder knapp 20 Jahre alt ist, also so neu ist der nicht mehr, hat man quasi eine ganze Insel abgetragen und sie an den richtigen Stellen wieder ins Meer geschüttet. Hier war eine vernünftige Platznutzung also durchaus nicht ganz unwichtig. Für Platz 7 müssen wir dann gar nicht so viel weitergehen. Der Flughafen befindet sich nämlich in Japan, und zwar in Tokio. Der Flughafen Tokio Haneda ist mit 76,5 Millionen abgefertigten Passagieren 2017 auf dem Platz 7 zu finden. Der verliert allerdings in den letzten Jahren schon ein paar Passagiere. Dazu muss man allerdings sagen, dass ja zwei Flughäfen sich in Tokio die Aufgabe der vernünftigen Luftanbindung teilen. Und zwar kommt dann ja noch der Tokyo Narita Airport dazu. Und der schaffte im letzten Jahr immerhin auch gut 40 Millionen Passagiere. Und damit kommen beide Flughäfen zusammen jetzt auf etwas mehr als 115 Millionen abgefertigte Passagiere im Umkreis von Tokio. Und dann geht es schon weiter mit dem Platz 6. Und dort finden wir jetzt den größten Flughafen Europas. Und zwar den London Heathrow Airport. Dieser Flughafen hat im Jahre 2017 knapp 78 Millionen Passagiere abgefertigt. Und hier hat man das klassische Problem, der Flughafen wächst zwar noch, allerdings hat man nicht viel Platz, um weiter zu wachsen. Knapp 475.000 Flugbewegungen wurden im letzten Jahr auf zwei Start- und Landebahnen verteilt und der Flughafen steht auf knapp 1.230 Hektar.
Das ist nicht so wahnsinnig viel für einen solchen Flughafen, aber er ist der größte in Europa und wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre bleiben. Knapp darüber finden wir dann den internationalen Flughafen von Chicago mit knapp 80 Millionen abgefertigten Passagieren. Das ist der O'Hare International Airport und wahrscheinlich einer der am kompliziertesten aussehenden Flughäfen überhaupt mit ganzen 8 Start- und Landebahnen. Und dazu darf man ja nicht vergessen, die Stadt Chicago, die hat noch einen Flughafen und zwar den Chicago Midway Airport, der im letzten Jahr gut 22 Millionen Passagiere abfertigen konnte, mit nochmal 5 Start- und Landebahnen. Also davon haben die in Chicago echt genug. Für den 4. Platz bleiben wir dann in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort findet man dann nämlich den internationalen Flughafen von Los Angeles in Kalifornien. Knapp 85 Millionen Passagiere konnte der im Jahre 2017 abfertigen und der hat eine ziemlich interessante Lage am Pazifik zu bieten, 4 Start- und Landebahnen und ein weltbekanntes und ziemlich cool aussehendes Gebäude. Und das auf einer trotzdem vergleichsweise kleinen Fläche von 1390 Hektar. Und dann wird's langsam richtig spannend, denn jetzt kommen wir zur Top 3 und dort finden wir als erstes den internationalen Flughafen von Dubai. Der ist in den letzten Jahren ziemlich krass immer weiter mit der Fluggesellschaft des Landes und mit der dort in Dubai beheimateten Fluggesellschaft Emirates gewachsen. Auf mittlerweile knapp 88,2 Millionen Passagiere pro Jahr, was eine ganze Menge ist. Und das alles auf nicht mal 1400 Hektar Fläche und mit nur 2 Start- und Landebahnen. Aber da geht noch ein bisschen mehr und das wird der Flughafen höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch erreichen können, denn der Airport, der immer weiter erweitert wird, genauso wie die Fluggesellschaft immer mehr Flugzeuge dazu bekommt und immer weiter wächst, der hat mittlerweile schon eine Kapazität von ganzen 95 Millionen Passagieren pro Jahr, was ihn recht nah an den großen 100 Millionen Meilenstein ranbringt. Aber ein Problem gibt es da und zwar müssen die Leute auch erst einmal wirklich vorbeikommen, damit sie auch gezählt werden können. Und bis zum 2. Platz ist es auch noch ein ziemlich weiter Weg, denn dort befindet sich mit über 95 Millionen abgefertigten Passagieren der internationale Flughafen von Peking. Dieser Flughafen hat in den letzten Jahren ebenfalls eine ziemlich unglaubliche Entwicklung hingelegt. Vor allem mit den Olympischen Spielen im Jahre 2008 wurde die Kapazität massiv erweitert. Da wurde das Terminal 3 gebaut, das übrigens mit 3250 Metern Gebäudefront das längste Gebäude der Welt ist. Aber trotzdem, der Flughafen belegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht einmal 1000 Hektar, was für so einen großen Flughafen, wie wir jetzt gerade in dieser ganzen Liste schon gesehen haben, echt extrem klein ist. Und allein aus diesem Grund ist der Flughafen natürlich schon massiv überlastet. Und genauso wie Dubai das auch schon seit einigen Jahren tut, baut die Stadt Peking mittlerweile an einem enorm großen neuen internationalen Flughafen, der Mitte nächsten Jahres eröffnet werden soll. Ab Mitte 2019 soll dieser neue Flughafen in Peking erst einmal mit einer Kapazität von gut 45 Millionen Passagieren den aktuellen Flughafen entlasten, ihn aber trotzdem ergänzen und somit die Passagierzahlen weiter steigern in der Stadt. Und in 3 bis 4 Jahren, also es wird nicht so wahnsinnig lange dauern, wird der wohl schon eine Kapazität von gut 130 Millionen Passagieren haben, ergänzend zu dem sowieso jetzt schon extrem großen Flughafen. Das Potenzial ist hier an dieser Stelle besonders hoch, denn man geht fest davon aus, dass bereits in den nächsten 5 Jahren China an oberster Stelle auf dem Luftfahrtmarkt stehen wird, gerechnet nach geflogenen Passagierkilometern. Aktuell steht dort noch die USA. Und deswegen wundert es natürlich nicht, dass der seit 20 Jahren größte Verkehrsflughafen der Welt sich auch in den USA befindet, genauer gesagt in Atlanta. Mit Hilfe von 5 Start- und Landebahnen und knapp 880.000 Starts und Landungen im Jahre 2017 wurden hier in einem Jahr 103,9 Millionen Passagiere an einem Flughafen abgefertigt. Damit ist der Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta der größte Flughafen der Welt. Dieser Flughafen ist vor allem ein Drehkreuz für den nationalen Verkehr, also für den Verkehr innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Also wenn man die internationalen Gäste an dem Airport, das sind knapp 12 Millionen, einfach runterrechnen würde, dann wäre dieser Flughafen nur mit nationalen Flügen und nationalen Passagieren schon der zweitgrößte Flughafen der Welt, dann nach Peking. Es ist der erste Flughafen, der die 100 Millionen Passagiere pro Jahr Marke knacken konnte und seit 2005, durch die enorme Anzahl an Starts und Landungen, ist es übrigens auch der verkehrsreichste Flughafen der Welt. Unfassbar, was da los ist, aber wachsen tut der Flughafen auf seinen knapp 1900 Hektar Fläche nicht mehr so wirklich, weil er auch schlicht und einfach nicht mehr viel weiter wachsen kann. Man kann die Dinge, die man hat, effizienter machen, aber viel mehr geht auf dieser Fläche natürlich nicht und die Passagierzahlen ließen in den letzten Jahren auch schon leicht nach. Dubai, Peking oder Istanbul sind wahrscheinlich die heißesten Kandidaten, um da irgendwann mal den Platz 1 übernehmen zu können. Alle drei Städte kommen jetzt mit neuen internationalen Großflughäfen um die Ecke. Dubai und Istanbul haben ihre neuen Airports bereits eröffnet, ist aber mehr Baustelle als andere und Peking wird dann Mitte nächsten Jahres folgen. So viel also an dieser Stelle erst einmal dazu. Jetzt noch die Frage nach dem flächengrößten Flughafen der Welt. Da haben sich auch viele für interessiert, wurde viel drüber
darüber diskutiert. Die neuen Airports der drei eben genannten Städte sollen später einmal in Dubai auf 14.000 Hektar stehen, in Istanbul auf knapp 7.700 Hektar und in Peking, da konnte ich das leider nicht in Erfahrung bringen, wie groß der mal werden soll. Der aktuell flächengrößte Flughafen, der befindet sich allerdings, wenn man es jetzt ganz genau nehmen möchte, in Saudi-Arabien. Dort ist der internationale Flughafen von Dammam zu finden und der steht auf völlig irren, wenn man denn möchte, auf völlig irren 77.600 Hektar. Was natürlich extrem viel ist und eigentlich nur ein großer Bereich eingezäunte Wüste. Knapp 10 Millionen Passagiere wurden dort im vergangenen Jahr abgefertigt, da geht also bei weitem nicht so viel wie zum Beispiel in Hamburg. Aber gut, der Flughafen, der flächengrößte Flughafen, der seinen Platz dann auch wirklich einigermaßen gut nutzt, ist der internationale Flughafen in Denver in den USA. Der hat etwas mehr als 60 Millionen Passagiere im Jahre 2017 abfertigen können und steht auf fast 14.000 Hektar Fläche. Und nur fürs Protokoll, der größte Flughafen hier in Deutschland, der internationale Flughafen von Frankfurt, der befindet sich mit 64,5 Millionen abgefertigten Passagieren im Jahre 2017 auf Platz 14 der Weltrangliste. Damit ist er etwas kleiner als der internationale Flughafen von Guangzhou in China und etwas größer als der internationale Flughafen von Istanbul in der Türkei. Und damit sollte spätestens jetzt zweifelsfrei geklärt sein, welcher Flughafen aktuell der größte Flughafen der Welt ist. Tja, und dazu wollte ich noch ein bisschen was sagen. Und zwar, die Idee zu diesem Video ist ja eigentlich eine simple Frage. Dazu wollte ich sowieso mal ein Video machen. Allein die Zahlen sind, glaube ich, schon ganz interessant und beeindruckend. Aber die Idee, dass dieses Video jetzt so schnell wie möglich kommen sollte, die kam nach dem Video zum neuen Flughafen von Istanbul. Bei dem Video hatte ich schon ganz bewusst darauf geachtet, es wirklich so neutral wie möglich zu machen. Und meine eigene Meinung und alles, was damit in irgendeiner Form zu tun hat, das wirklich komplett aus dem Video rauszulassen. Es sollte hauptsächlich um Fakten gehen. Aber trotzdem muss ja irgendwie meine Art, wie ich Videos mache, das muss da schon noch mit drin bleiben. Ich glaube, das war auch ganz in Ordnung, habe ich, glaube ich, ganz gut auf die Kette gekriegt. Und ich habe trotzdem aber am Ende nochmal erwähnt, dass ich echt gar keinen Bock auf irgendwelche beleidigenden und völlig unsinnigen Kommentare habe. Haben aber leider nicht alle drauf gehört und es gab wieder einige wirklich total ekelhafte Kommentare. Überraschend viele haben sich nicht dran gehalten, was ja auch gar nicht so schlimm ist, weil das ist mir dann irgendwo auch egal. Aber viele haben wieder geschrieben, es ist auf jeden Fall der größte Flughafen der Welt. Und das ist dann wieder sowas, das ärgert mich so ein bisschen, weil das ist ja keine sinnvolle Diskussion, sondern das ist einfach nur Bullshit, der dann in meinen Kommentaren steht. Und es ist nicht der größte Flughafen der Welt und er wird es auch in nächster Zeit nicht werden. Er wird auch im nächsten Jahr gar nicht der größte Flughafen der Welt werden können. Es funktioniert gar nicht. Aber ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was wirklich schlimm an diesem Fakt sein soll. Es ist ja nicht irgendwie böse gemeint oder so, sondern es ist schlicht und einfach Fakt. Und wie gesagt, dieser Fakt hat nichts Schlimmes, ist ein ziemlich beeindruckender Flughafen, da bin ich wirklich von überzeugt. Und ich glaube, es ist auch ein sehr schöner Flughafen, den man als durchreisender Passagier oder als Passagier generell bestimmt ganz toll nutzen kann. Aber es ist nicht der größte Flughafen der Welt. Und diese ganze Diskussion, die um diese Frage durch dieses Video entstanden ist, was eigentlich überhaupt nicht Bestandteil des Videos sein sollte, diese Frage wollte ich jetzt mal so neutral wie möglich, weil viel neutraler als mit den ganzen Zahlen heute geht es, glaube ich, gar nicht. Diese Frage wollte ich jetzt einfach mal für heute, für dieses Jahr zumindest, beantworten. Und damit soll es das mit diesem Thema auch erst einmal gewesen sein. Bis Anfang nächsten Jahres dann wieder neue, aktualisierte Zahlen rauskommen. Dann können wir uns das Ganze gerne nochmal anschauen. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.